Ja, mein Name ist Jeanette Hofmann. Ich bin Forscherin und ich forsche seit vielleicht 15 oder sogar schon 20 Jahren über das Internet. Wenn sie gegeben ist, dann merkt man gar nicht, dass es sie gibt. Sie fällt einem erst dann auf, wenn sie nicht mehr da ist. Zum Beispiel, wenn man eine gewisse Anwendung nicht benutzen kann, weil der Provider, der Internetprovider, sie sperrt. Netzneutralität wird zurzeit sehr viel stärker im mobilen Bereich verletzt als im Bereich der festen Anbindung ans Internet. Man merkt es zum Beispiel daran, dass man mit dem Mobiltelefon meist nicht Skype verwenden kann. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir sehr stark davon profitieren, wenn die Provider diskriminierungsfrei alle Anwendungen und alle Anbieter von Inhalten gleichermaßen zu uns durchlassen. Es wird ein Problem geben, wenn die Internet Service Provider manche bevorzugen und andere benachteiligen, weil das dazu führen wird, dass jeder zahlen muss, um den Endnutzer zu erreichen. Und das wird die kleinen und vor allen Dingen auch die kleinen neuen benachteiligen gegenüber etablierten, die sich das leisten können. Das ist eben gerade das Problem. Wollen wir tatsächlich, dass einzelne Internet-Service-Provider darüber entscheiden, welche Inhalte wir beziehen können und welche Anwendungen wir nutzen können, oder wollen wir diese Entscheidung nicht lieber selbst treffen? Hier geht es ja darum, um die Frage, ob die Internet-Service-Provider sich auf diese Weise auch eine neue Einkommensquelle erschließen, nämlich indem sie verschiedene Dienstklassen einführen und dafür wahlweise die Endnutzer oder die Content-Provider zahlen lassen oder womöglich sogar beide bezahlen lassen. Und da ist eben die große Gefahr, dass wir es mit einem verschiedenklassigen Internet zu tun bekommen, wo arme Leute nur ganz schlecht versorgt werden und womöglich gar keine Videos mehr ansehen können, weil das Netz dafür zu schlecht ist, und nur Leute mit einem hohen Einkommen sich auch einen sehr guten Internetzugang leisten können. Früher haben wir ja immer gesagt, dass der Staat die Finger weglassen soll vom Internet, und heute nähern wir uns vermutlich der Einsicht, dass bestimmte Grundregeln notwendig sind, damit wir einen Missbrauch von Marktmacht dauerhaft verhindern. Und Netzneutralität ist so ein Prinzip, das eigentlich seitens des Staates vorgeschrieben sein sollte, um sicherzustellen, dass der Markt, den wir heute haben, dass der auch tatsächlich weiterhin funktioniert. Einerseits ist es so, dass wir in Deutschland eine relativ sensible Öffentlichkeit für netzpolitische Themen haben. Hier informieren sich mehr Leute und sprechen mehr Leute über Netzpolitik als in den meisten anderen europäischen Ländern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass mit jeder neuen Generation, die heranwächst, die Erfahrung eher weniger wird, die Erfahrung eines ungefilterten Internets, in dem man machen kann, was man eigentlich will. Viele, die heute sozusagen mit dem iPhone überhaupt sich das Internet erschließen, die denken, das, was Apple mir erlaubt zu sehen, ist das Internet. Und das ist eben schwierig, wenn die jüngere Generation gar nicht weiß, was ihr fehlt.